Heute präsentieren wir dir 10 Polizeierfindungen, die jeden Raser stoppen können. Bleib lieber bis Nummer 1 dran, denn diese Polizeistoßstange wird dich umhauen. Was ist los, liebe Tech-Köpfe, und willkommen zu einer weiteren Folge von Tech Joint. Du hast wahrscheinlich schon epische Autounfälle in Filmen gesehen. Sie sind aufregend anzuschauen, aber im echten Leben können sie ziemlich gefährlich sein. Zum Glück hat die Polizei clevere Methoden, um mit Tätern umzugehen, die versuchen, in ihren schicken oder gestohlenen Autos zu flüchten. Bevor wir beginnen, solltest du den Abo-Knopf drücken und die Benachrichtigung aktivieren, damit du nie wieder das Neueste und Beste aus der Tech-Welt verpasst. Na gut, dann wollen wir mal loslegen. Nummer 10. Tragbare Fahrzeugarrestbarriere. Während einer Verfolgungsjagd zwischen einem Kriminellen und der Polizei ist die erste Priorität nicht nur die Ergreifung des Täters, sondern auch der Schutz der Menschen, die zu diesem Zeitpunkt anwesend sind. Deshalb ist ein nicht tödliches Gerät oder eine Waffe die erste Option. Ein Gerät, das genau das tut, ist die Portable Vehicle Arresting Barrier, auch bekannt als Netzbarriere. Da es sich um ein tragbares Gerät handelt, können die Polizisten es wie ein Tennisnetz überall aufstellen, obwohl sie schnell handeln müssen. Das Material, das für das Netz verwendet wird, ist so stark, dass es, wenn ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit darauf trifft, die vordere Motorhaube und die Stoßstange komplett auslöschen würde. In der Tat ist es in der Lage, 7500 Pfund zu stoppen. Darüber hinaus sind sie auch nichtssagend. Wenn also ein Fahrzeug dieses monströs robuste Netz irgendwie beschädigen sollte, wäre es ein leichtes, ein paar mehr zu kaufen. Nummer 9. Krückhaken. Was bekommst du, wenn du einen Bulldozer und einen Kran kombinierst? Du bekommst einen Krummhaken. Diese geniale Erfindung nutzt keine ausgefallene Technik, sondern nur ein paar physikalische Gesetze. Es ist ein riesiger Haken, der an der Vorderseite eines Autos befestigt werden kann. Der beste Teil ist, wie einfach er zu benutzen ist. Alles, was du tun musst, ist, nah genug an dem Fahrzeug zu sein, das du verfolgen willst. Selbst wenn das verdächtige Fahrzeug eine Plastikstoßstange hat, wird sich der Gaunerhaken definitiv daran festhalten. Nur ein Knopfdruck und der Gaunerhaken entfaltet sich zu einem Gauner. Doch was passiert, wenn das Auto versucht, sich aus der Halterung zu befreien? Es wird nichts reißen oder beschädigt, denn der Haken ist druckempfindlich ausgelegt. Der Haken weiß einfach, wie stark er festhalten muss. Nummer 8. RF Safe Stop. Eine britische Firma namens EV2 hat etwas entwickelt, das alle Fast and Furious Fans lieben werden. Die meisten Methoden zum Festhalten von Fahrzeugen beinhalten physische Fesseln, aber nicht der RF Safe Stop. Dieses Gerät nutzt Radiofrequenz, um das elektronische System eines Fahrzeugs praktisch zu verwirren. Diese Unterbrechung stoppt den Motor und bringt das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Das Unternehmen wollte es zunächst als nicht tödliche Waffe für das Militär einsetzen, das damit sensible Orte verteidigen könnte. Aber auch die Polizei zeigte Interesse daran, da es für einen größeren Nutzen eingesetzt werden könnte. Vor allem aber hat das Unternehmen verschiedene Versionen des Gerätes. Einige können Signale bis zu 50 und andere bis zu 400 Meter weit senden. Das Verbrechen geht auch im Wasser weiter und dieses Gerät ist perfekt für die Marine, da es sogar Boote stoppen kann. Im Grunde alles, was ein elektronisches Innenleben hat, was in der heutigen Zeit alles zu sein scheint. Nummer 7. X-Net. Die Firma Kinetic entwickelte eine erstaunlich innovative Technologie für die britische Armee. Aber was genau ist es? Es ist im Grunde ein Spike-Strip-Gerät mit einem Twist. Traditionelle Spike-Strips durchstoßen das Fahrzeug, das versucht zu fliehen. Das kann zu schrecklichen und unkontrollierbaren Situationen führen, die sogar die umliegenden Fahrzeuge verletzen könnte. Aber dieses Gerät verwendet einzigartige Spikes mit einer flachen Spitze. Das durchsticht die Reifen nicht. Stattdessen krallt es sich an der Innenseite des Rades fest, wenn es eindringt. X-Net kann jedes Fahrzeug stoppen, von Kleinwagen bis zu 10 Tonnen LKW. Tatsächlich wurde dieses Gerät auch bei der königlichen Hochzeit eingesetzt, um Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Glücklicherweise fand keine eigene Stadt, das seinen Einsatz notwendig machte. Jetzt wird es weltweit von der Polizei eingesetzt. Nummer 5. El Costa Keilsperre. Nicht alle Geräte funktionieren gut bei großen Fahrzeugen. Je größer ein Fahrzeug ist, desto schwieriger wird es, es physisch zu stoppen. Aus diesem Grund sind die El Costa Keilsperren perfekt für den Schutz von Militär und anderen verbotenen Bereichen, die Kriminelle anziehen. Sie sind besonders für Regierungsbüros, Forschungszentren und die berüchtigte Area 51 gedacht. Ihr größter Vorteil ist, wie schnell es funktioniert. In nur wenigen Sekunden springt ein unzerstörbarer Keil auf, der auch für das Fahrzeug des Täters ein Überraschungselement darstellt. Wenn du dachtest, dass dieses schon cool war, dann warte, bis du Nummer 4 siehst. Nummer 5. Versenkbarer Spike-Streifen. Der älteste Trick im Buch sind die Spikes, aber seit sie zum ersten Mal hergestellt wurden, sind sie stark verbessert worden.
Der Retractable Spike Stripe erklärt alles im Namen selbst. Es ist ein leichtes und tragbares Gerät, das in einer Aktentasche verstaut wird. Alles, was eine Sicherheitsfigur tun muss, ist die Aktentasche auf die Seite zu legen und im richtigen Moment den Knopf zu drücken. Sogar seine Fernbedienung funktioniert in bis zu 100 Fuß Entfernung. Sobald das verdächtige Fahrzeug darüber fährt, wird es abgebremst. Der größte Vorteil für diese Spikes ist, dass sie in Sekundenschnelle wieder eingefahren werden können. Das macht es für andere Fahrzeuge und Polizeiautos selbst viel einfacher, die gleiche Strecke zu nutzen, ohne das Auto zu beschädigen. Und es bleiben auch keine Trümmer auf der Fahrbahn zurück, was bedeutet, dass man hinterher nicht aufräumen muss. Nummer 4. Heald HT1 Raptor. Ähnlich wie die El Costa Keilsperre ist auch der Raptor eine einziehbare Absperrvorrichtung. Sie ist wie eine Mondsichel gebaut, die wie ein Haken aufspringt und das Fahrzeug sofort stoppt. Indem sie die Eigenschaften einer Straßensperre mit denen eines Metallpollers kombiniert, schafft sie es, unangetastet zu bleiben. Er ist ideal für Orte mit moderner Architektur, die nichts Sperriges im Weg haben wollen. So bleibt die Ästhetik des Ortes erhalten. Aber es wird eben auch die Sicherheit gestärkt. Es ist, gelinde gesagt, ein einzigartiges Design und braucht nur eine Tiefe von 500 mm, um eingesetzt zu werden. Orte wie Museen und Kunstgalerien, wo sowohl das Aussehen als auch die Sicherheit eine Rolle spielt, sind ein sensibler Bereich. Und der Raptor ist eine perfekte Erfindung dafür. Nummer 3. Modulare Fahrzeugabsperrung. Die besten Fahrzeugsicherungen sind die, die nur einen Agenten brauchen, um sich zu entfalten. Bei einer Verfolgungsjagd ist jeder damit beschäftigt, seinen Job zu machen. Und die Modular Vehicle Barrier ist einfach zu bedienen und robust. Sie hat ein spezielles L-förmiges Design, das alles blockiert, vom Lastwagen bis zum Kleinwagen. Die Barriere funktioniert so, dass sie die horizontale Bewegung des Fahrzeugs gegen sich selbst wendet. Sie stoppt das Fahrzeug so abrupt, dass es sogar von hinten hochgehoben werden kann. Da es sich um eine nicht tödliche Lösung handelt, zerstört sie das Fahrzeug nicht, im Gegensatz zu Spionen und dem Raptor. Eine Einheit der Barriere wiegt etwa 44 Pfund und kann ohne Werkzeug zusammengebaut werden, was sie zeitsparender denn je macht. Da eine Person die Abschnitte der Barriere manuell zusammenfügen muss, kann man die Länge der Barriere selbst bestimmen. Diese zusätzliche Individualisierbarkeit ist bei anderen Geräten nicht zu finden. Nummer 2. Star Chase. Für eine moderne Lösung hat die Polizei ein neues Gerät eingesetzt, den Star Chase. Es ist ein kleiner Zylinder, der mit einem dicken Industriekleber am Auto klebt. Im Inneren befinden sich ein GPS-Tracker und eine kleine Batterie, die es dem Benutzer ermöglicht, die Position eines Fahrzeuges zu markieren, zu verfolgen und zu lokalisieren, egal in welcher Ecke der Welt sie sich verstecken. Da die Standortinformationen in Echtzeit sind, kann die Polizei oder das Militär genau herausfinden, wo sich der Übeltäter befindet. Das Top-Feature ist, dass dies die einzige Lösung ist, die den Nutzern Zeit gibt, im Voraus zu planen. Die Behörden können den Tatort abriegeln und die Bürger zuerst schützen und dann erst handeln. Jedes Geschoss kostet nur $500, was es auch zur billigsten Lösung auf dieser Liste macht. Im Jahr 2013 war dieses System für 4 Bundesstaaten verfügbar und jetzt wird es von zahlreichen Behörden verwendet, einschließlich der Ontario Provincial Police. Nummer 1. Police Bumpers Grappler. Eine weitere einzigartige Anwendung des Netzdesigns ist der Grappler. Um Sach- und sogar Personenschäden zu vermeiden, hat eine Firma in Arizona dieses Gerät entwickelt. Es ist im Grunde ein Netz, das an Polizeiautos montiert werden kann. Und mit einem Knopfdruck fährt es aus und greift direkt nach dem Auto vor ihm. Sobald sich das Rad verfangen hat, wickelt sich das Netz um es und umarmt es so fest, dass sich das Auto danach nicht mehr bewegen kann. Das Beste daran, es kann im dichten Verkehr eingesetzt werden, da es nur in eine lineare Richtung zielt. Das war's mit den 10 Erfindungen der Polizei, die jeden Raser stoppen können. Welche Erfindung hat dich am meisten umgehauen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, abonniere TechJoint und zieh dir noch diese Playlist hier rein, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und noch mehr coole Tech-Gadgets zu sehen. Wir sehen uns im nächsten Video.